Veranstaltung Quantentechnologie aus Niedersachsen, wo wir Ihnen Aktivitäten vorstellen wollen, die rund um das Quantennetzwerk QVLS, das Quantenökosystem in der Region Hannover-Braunschweig stattfinden. Und das hängt sich vor allen Dingen auch auf an den Aktivitäten zum Thema Quantencomputer, wozu ich Ihnen jetzt gerne eine erste Einführung geben würde, was da unsere Ansätze sind und wie wir da hoffen, in den nächsten Jahren bedeutende Fortschritte machen zu können. Mein Name ist Christian Ospilkaus, ich bin vom Institut für Quantenoptik der Leibniz-Universität Hannover und von der PTB Braunschweig. Ich wollte das Ganze anfangen mit einer kurzen Begriffsbestimmung. Und zwar geistern ja beim Thema Computing immer alle möglichen Begriffe durch die Gegend, wo man teilweise nicht so genau weiß, wovon man redet. Und deswegen habe ich hier auf der rechten unteren Seite der Folie Begriffe sortiert, die man im Grunde der klassischen Informationsverarbeitung in gewissem Sinne zuordnet. Auf der rechten Seite so ein Supercomputer, wie Sie ihn vielleicht schon manchmal in den Medien gesehen haben. Dann gehört dazu aber auch in gewissem Sinne Begriffe der künstlichen Intelligenz, künstliche neuronale Netze, maschinelles Lernen, also auch eigentlich Begriffe, die in den letzten Monaten ständig in den Medien gewesen sind. Und alle diese verschiedenen Ansätze basieren aber letztendlich auf der binären Codierung von Informationen, dass man also Informationen ablegen kann in Nullen und Einsen, und das bedeutet letztendlich, ist die Lampe an oder ist die Lampe aus, und jeder Betriebszustand dazwischen, also wenn beispielsweise die Lampe flackert, ist ein nicht erwünschter Zustand. Unter anderem wird das auch deutlich in dem Logo unserer Universität, was also auf eine der Schriften von Leibniz zurückgeht und wo man die Codierung des binären Zahlensystems in das Dezimale da in dem Logo erkennen kann. Dann legt das ja schon nahe, dass wir hier so eine diagonale Trennlinie haben, und oben ist dann der Bereich angeordnet, den man mit der Quanteninformationsverarbeitung assoziiert, und das zeichnet sich gerade dadurch aus, dass wir von diesem Paradigma hier weggehen, wo wir nur genau zwei Betriebszustände zulassen. Ein Quantencomputer basiert auch auf einem Zwei-Niveau-System zur Speicherung von Informationen. Aber es ist jetzt nicht nur erlaubt, dass das System sich in einem von den beiden Zuständen befindet, also Licht an, Licht aus, das nennt man einen Eigenzustand, sondern auch in einem beliebigen Überlagerungszustand der beiden Zustände. Und es ist günstig, diese Überlagerungszustände auf der sogenannten Blochkugel zu visualisieren, die man hier oben rechts sieht. Das heißt, im Prinzip ist jeder, gut, wir sind hier in dem falschen Raum dafür, wir sind hier im Birds Room, dann hätten wir vielleicht besser im Polar Bear Room das machen sollen. Aber man sieht, dass man alle Zustände hat, die auf dieser Kugel erlaubt sind, vom Südpol, von den Pinguinen, da passt das dann wieder mit den Vögeln, bis zum Nordpol mit den Eisbären. Und das ist der Zustandsraum, der von einem einzelnen Quantenbit oder Qubit besetzt werden kann. Ganz wichtig für das Wesen eines Quantencomputers ist das Überlagerungsprinzip, und das sind sozusagen die Zustände auf dem Äquator, dass sich ein System also nicht nur in einem von den beiden Eigenzuständen befinden kann, sondern auch in beliebigen Überlagerungen von diesen beiden Zuständen. Und so eine der Anwendungen für Quantencomputer, die ganz am Anfang Furore gemacht hat und an dem sich das Thema nach wie vor viel aufhängt, obwohl es eigentlich gar nicht so unmittelbar relevant ist, ist die Kryptographie. Und zwar basieren eine Menge von den Verschlüsselungsverfahren, die wir so kennen, darauf, dass man große Zahlen sehr einfach miteinander multiplizieren kann, um eine noch größere Zahl zu erhalten, dass es aber sehr schwierig ist, eine solche große Zahl in ihre Primfaktoren zu zerlegen. Also salopp gesprochen, 3 mal 5 ist 15, ist eine einfache Aufgabe, aber 15 gleich 3 mal 5 ist eine schwierige Aufgabe, wenn man das Ganze mit großen Zahlen durchführt. Und dieses Ungleichgewicht im Rechenaufwand ist also für die klassische Informatik ganz wesentlich. Und 1995 kam dann dieser sympathische Mann hier daher, Peter Shor, und hat einen Algorithmus gefunden, der es einem also erlaubt, auf einem Quantencomputer, was auch immer das ist, das lernen wir ja gleich kennen, in vernünftiger Zeit eine solche große Zahl in ihre Primfaktoren zu zerlegen. Und das war im Grunde eine Initialzündung für dieses Feld, wonach sich dann auch viele der bekannten Drei-Buchstaben-Agenturen, die sonst eher im Geheimen unterwegs sind, begonnen haben, für dieses Thema zu interessieren. Glücklicherweise ist das nicht die einzige Anwendung von Quantencomputern, sondern die unmittelbaren Anwendungen von Quantencomputern liegen eher in dem Bereich, wo die Quantenmechanik für das mikroskopische Verhalten von Materie eine Rolle spielt. Also zum Beispiel in der Chemie. Chemie ist ja im Grunde nichts anderes, als ständig die Gesetze der Quantenmechanik zu beachten. Dann Materialwissenschaften, Pharmazie und Biologie, wo man also schon mit vergleichsweise kleinen Qubitzahlen einen großen Unterschied machen kann. Und dann diese Anwendung, mit der wir eingestiegen sind, die Kryptographie oder das Brechen von Kryptographie, ist vom Komplexitätsaufwand her eher ganz am Ende der Kette angesiedelt.
Ja, wie muss man sich nun solch einen Quantenalgorithmus vorstellen? Das Design von Quantenalgorithmen unterscheidet sich fast grundsätzlich von dem, wie man klassisch programmiert. Die Ressourcen, die wir zur Verfügung haben, mathematischer wird es nicht, n Qubits, n ist die Zahl an Qubits. Und wenn man dann mit den Qubits weiterrechnet, wenn man die Informationen in den Qubits verarbeitet, dann tut man das in dem sogenannten Hilbert-Raum. Das ist nichts anderes als der Raum an Zuständen, der dem System zur Verfügung steht. Also was man alles da drin ablegen kann an Informationen. Und dieser Hilbert-Raum hat die Größe 2 hoch n. Das ist jetzt doch ein bisschen mathematischer geworden. Aber was exponentielles Wachstum heißt, haben wir in den letzten anderthalb Jahren alle kennengelernt. Also das bedeutet einfach, wenn man mit einer vergleichsweise kleinen Zahl von Atomen, von Qubits startet, dann hat man eigentlich einen exponentiellen, einen riesigen Zustandsraum zur Verfügung. Und jetzt machen wir mal den kleinen Generationentest. Kennt den hier jemand? Nein? Aber wenn ich weiterschalte, vielleicht. Das ist Michael Schanze. Und wieso taucht er jetzt hier auf? Der taucht deswegen auf, das ist eine der bekanntesten Serien im deutschen Kinderfernsehen, läuft seit den 70ern, habe ich auch geguckt in den 80ern. Und am Ende müssen immer die Kinder so auf eines von diesen Feldern springen. Und dann heißt es 1, 2 oder 3, ob ihr wirklich richtig steht, seht ihr, wenn das Licht angeht. Das heißt, für uns ist das der quantenmechanische Messprozess. Wir klipsen am Ende das Licht an, wenn wir gucken wollen, welchen Zustand unsere Qubits einnehmen. Und dann müssen sie sich halt für einen von zwei Zuständen entscheiden. Für die Eisbären oder für die Pinguine, also für den einen Raum oder für den anderen Raum. Und dementsprechend den Nordpol oder den Südpol von dieser Blochkugel. Das heißt, der Messprozess macht im Grunde all das, was zwischendurch entstanden ist, wieder kaputt. Und deswegen ist es so wichtig, dass man Quantenalgorithmen von den Enden her, vom Ende her denkt, von der Messung her denkt. Und dazwischen heißt es immer, anschauen verboten. Wenn man zwischendurch das Licht anknipst, dann ist die ganze Rechnung kaputt. Der Messprozess projiziert den Zustand, zerstört ihn, reduziert die Menge an Informationen, die man abgespeichert hat, in drastischer Weise. Jetzt muss man sich natürlich fragen, jetzt kommt Ihr Nachbar daher und sagt, ich habe so ein kleines Startup und ich habe einen Quantencomputer gebaut, willst du den nicht kaufen? Dann stellt sich jetzt natürlich die Frage, will man den kaufen? Und das ist ja durchaus im Moment auch politisch eine relevante Frage. Und deswegen muss man sich fragen, wie werden eigentlich Quantencomputer bewertet? Was macht eigentlich so eine Maschine gut? Bei einem klassischen Computer gibt es ja auch nicht den einen Wert. Es ist nicht nur die Taktfrequenz oder die Speicherzahl oder die Prozessorenzahl, sondern letztendlich muss man das Gesamtpaket angucken. Und da ist es halt ganz wichtig, die Qubitzahl steht häufig im Zentrum der öffentlichen Aufmerksamkeit, aber es gibt auch noch andere Kriterien, wie zum Beispiel Rechenzeit oder Kohärenzzeit, das Verhältnis, die Fehlerrate und die Konnektivität, also welches Qubit kann eigentlich mit welchem Qubit wechselwirken. Für klassische Computer ist uns selbstverständlich, dass immer eigentlich jedes Bit mit jedem anderen Bit wirken kann, dass ich also jedes Bit aus der Festplatte ziehen kann, in den Prozessor reinschieben kann, dann eine Rechenoperation mit irgendeinem anderen Bit machen kann und das Ganze zurückschieben kann und dann wieder ein anderes nehmen. Das ist nicht selbstverständlich. So, und eines von den Kriterien finde ich ganz wichtig, und das ist die Fehlerrate. Da habe ich so eine CD abgebildet, und was das bedeutet, wollte ich jetzt einmal kurz illustrieren. Wieso steht die CD da? Die CD steht da, weil die vielleicht noch jemand kennt aus den 90ern, 1000ern. Ich habe noch so ein paar CDs zu Hause, und weil solch eine CD in der Regel unverwüstlich ist. Wir kommen ja aus Niedersachsen, und in Niedersachsen hat man mehrere Möglichkeiten, so eine CD kaputt zu machen. Man kann mit Gummistiefeln drüber laufen oder mit einem Trecker drüber fahren oder mit einem Elektroauto eines lokalen Herstellers. Und in der Regel spielt das Ding nachher immer noch ab. Und das tut es natürlich, weil da redundante Informationen drauf abgespeichert ist, weil die Informationen mehrfach abgespeichert sind. Eine CD macht also Fehlerkorrektur, oder vielmehr der CD-Player macht Fehlerkorrektur. Ein Quantencomputer kann das auch machen, das nennt sich dann Quantenfehlerkorrektur. Allerdings ist die Quantenfehlerkorrektur ein sehr aufwendiges Verfahren und funktioniert erst wirklich gut, wenn der einzelne Rechenschritt einen Fehler von kleiner 0,01% hat. Das heißt, die erste Frage, die Sie Ihrem Nachbarn mit dem Quantencomputer-Startup eigentlich fragen sollten, ist, was ist denn Ihre Fehlerrate? Und Sie sollten nur ein Häkchen dran machen, wenn die unter 0,01% ist oder 10 hoch minus 4, etwas mathematischer gesprochen. Jetzt gibt es zwei führende Ansätze, um Quantencomputer experimentell zu implementieren. Der eine ist der, den wir verfolgen, das sind die gespeicherten Ionen. Das Verhältnis von Kohärenzzeit zu Rechenzeit, was ich da bereits angesprochen hatte, ist exzellent. Die Fehlerrate ist kleiner als 0,1%. Wir sind also noch ungefähr eine Größenordnung, wenn nicht gar dran, an dieser Schwelle, wo man Quantenfehlerkorrektur in einer skalierbaren Weise anwenden kann und wo man die Systeme dann wirklich groß machen kann und zu vielen Qubits hin
ziehen kann. Erinnern Sie sich, ich hatte gesagt, einfach einzelne Bits zu haben, bringt auch klassisch nichts, sondern man kann erst was damit anfangen, wenn die auch miteinander wechselwirken, wenn man mit denen rechnen kann. Die andere Architektur, auf die ich jetzt gar nicht eingehen möchte, ist die Supraleiterarchitektur. Das sind so kleine Schaltelemente, die auch in Mikrostrukturen realisiert werden. Hier haben Kohärenzzeiten eher im 100-Mikrosekunden-Bereich, sehr schnelle Rechenzeiten im Bereich von 40 bis 100 Nanosekunden und eine Fehlerrate, die typischerweise eine Größenordnung höher ist. Ja, wie funktioniert das jetzt mit den Ionenfallen? Wie speichern wir Qubits in einzelnen Atomen? Wir fangen an mit solch einer Struktur hier, die sieht aus wie so Goldbarren, die nebeneinander gelegt sind. Das sind auch tatsächlich so mikroskopische Goldbarren, die durch ein Vakuum voneinander getrennt sind. Das ist eine Chip-Oberfläche. An jedem von diesen Goldbarren, die Mikrometer groß sind, kann man einzelne Spannungen anlegen. Und zum Beispiel kann man diese mittleren Elektroden, so nennen wir die Goldbarren, auf eine Wechselspannung legen. Das ist jetzt nicht 50 Hertz, so wie aus der Steckdose, sondern eher so im Radiobereich, 100 Megahertz, deswegen nennt man das auch eine Radiofrequenz. Und oberhalb von der Oberfläche entsteht dadurch an dieser gestrichelten Linie ein Potentialschlauch, wo man die Ionen speichern kann. Da wollen die also nicht mehr weg, wenn die einmal auf dieser Linie drauf sitzen. Da sind die von den elektrischen Feldern eingesperrt. Und wenn man jetzt zusätzlich noch diese äußeren Elektroden auf eine positive Spannung legt, die Ionen, mit denen wir zu tun haben, die geladenen Atome, in denen wir die Informationen, die Qubits abspeichern, die sind auch in so einer Sprudelflasche drin, beispielsweise Magnesium oder Calcium, das sind gute Ionen für so einen Quantencomputer, die finden sich auch in so einer Sprudelflasche drin und die sind in der Regel positiv geladen, das heißt, die lassen sich von positiven Spannungen einschließen. Und wenn wir jetzt noch die inneren Elektroden auf eine negative Spannung legen, dann kann man zum Beispiel zwei einzelne Ionen, zwei Atome oberhalb von der Oberfläche einsperren. Und das sieht dann zum Beispiel so aus. So sieht ein Bild von diesen Atomen aus, hier oben auf der linken Seite. Und dieses Bild erzielt man, indem man mit einem Laserstrahl auf die Atome draufleuchtet. Dann werden die angeregt und immer wenn sie wieder zurückfallen in den Grundzustand, wenn sie sich abregen, dann senden sie Licht aus und das kann man mit einem Mikroskop auf eine Kamera abbilden. Dazu verwendet man in der Regel Lasersysteme, so wie dieses, was ich Ihnen hier auf dem Bild gezeigt habe. Diese Lasersysteme haben den Nachteil, dass sie meistens sehr komplex und zickig sind. Und man verwendet diese Lasersysteme in der Regel in dem Ionenfallen Quantencomputer, den wahrscheinlich Ihnen Ihr Nachbar verkaufen will, auch zur Kontrolle der Qubits, also um zu rechnen. Man strahlt also Laserpulse ein, um diese Rechenoperationen zu machen. Und das ist vergleichsweise aufwendig und füllt mehrere optische Tische in so einem Labor. Und beschäftigt einen Haufen Doktoranden eine ganze Weile, das zusammenzubauen. Wir verfolgen einen anderen Ansatz zur Kontrolle der Qubits und der liegt darin, dass wir Wechselströme durch einige von diesen Goldbarren durchschicken. Kleine Erinnerung, eben hatten wir mit Wechselspannungen zu tun, jetzt sind es Wechselströme, es fließt also ein Strom und der fließt bei einer Mikrowellenfrequenz und regt die Atome dazu an, sodass man Rechenoperationen durchführen kann. Diese Ströme sind in der Oberfläche drin, das heißt, man braucht jetzt keine komplexen Lasersysteme mehr, die auf mehrere Räume von dieser Größe verteilt sind, sondern wirklich nur noch einen kleinen Pin, über den das Kontrollsignal in den Chip reinfließt. Das ist also ein Ansatz, bei dem die ganze Kontrolle integriert ist. Dafür braucht man solche Mikrostrukturen, wie man sie hier auf dieser Folie sieht. Das ist so eine Rasterelektronenmikroskopieaufnahme in der Mitte, wo man von oben auf so einen Chip drauf guckt und über dem sind dann die Ionen im Vakuum gespeichert. Und wie das geht, wollen wir Ihnen jetzt zeigen an einer kleinen virtuellen Laborführung, wo wir Sie mit ins Labor nehmen. Und dazu übergebe ich jetzt mal die Kontrolle da drüben an die Regie. Guten Tag. Mein Name ist Ludwig Grinner und es ist mir eine große Freude, Sie heute auf der virtuellen Labortour im Quantencomputing-Labor begrüßen zu dürfen. Zunächst möchte ich Ihnen das Team vorstellen, das heute die Labortour gibt. Ich bin seit mittlerweile 3 Jahren Wissenschaftler an der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt und leite hier das Quantencomputing-Labor. Hinter der Kamera ist Tim Kodobielczyk, der auch nebenbei Projektleiter des Quantum Valley Lower Saxony ist. Natürlich kann ich dieses Labor nicht alleine betreiben, sondern ich habe auch tatkräftige Unterstützung von meinen Kollegen. Rechts am Experimentiersteuer-PC sitzt Markus Duwe. Hallo. Und links an der Kamerasteuerung sitzt Hardik Mentpara. Hallo. Zunächst möchte ich den konzeptionellen Unterschied zwischen Computern und Quantencomputern vorstellen. Die fundamentalen Bausteine eines klassischen Computers sind Transistoren. In üblichen Computern, wie beispielsweise auch meinem Handy,
sind heutzutage Milliarden von Transistoren verbaut. Ein Transistor hat zwei Eingänge und einen Ausgang. Die Eingänge und Ausgänge sind Spannungen, sogenannte binäre Signale. Liegt eine Spannung an, so repräsentiert das eine logische 1, andernfalls eine logische 0. Dies repräsentiert ein klassisches Bit, das entweder 1 oder 0 sein kann. Liegt an beiden Eingängen des Transistors eine Spannung an, so liegt auch am Ausgang Spannung an. In jeglichen anderen Fällen nicht. Wenn auch nur an einem der Eingänge keine Spannung anliegt, so liegt auch am Ausgang keine Spannung an. Deswegen kann man aus dem Ausgangssignal nicht zwangsweise auf die Eingangssignale zurückschließen. Der Transistor vernichtet also unter bestimmten Bedingungen Informationen. Die Logik in der Quantenwelt funktioniert fundamental anders. In der Quantenlogik werden keine Informationen vernichtet. Deswegen können wir also ganz neue Arten von Berechnungen durchführen. Während dieser Labortour möchte ich Ihnen anhand von Experimenten mit gespeicherten Ionen vorführen, wie wir diese Quantenlogik realisieren und dass diese immer reversibel ist. Wir verlieren also nie Informationen. Normalerweise haben wir Ionen in so einer Vakuumkammer, da diese Ionen eben Quantensysteme sind, die höchst empfindlich sind und bestmöglich von ihrer Umgebung isoliert sein müssen. Wie auch zum Beispiel von der Raumluft. Wenn ich jetzt Raumluftteilchen habe, die an unsere Ionen stoßen, das zerstört unseren Quantencomputer. Um zu zeigen, was in dem Inneren von so einer Vakuumkammer los ist, haben wir jetzt hier drüben eine Nahaufnahme von solch einer Ionenfalle. Was wir hier sehen, ist eine Platine, die diverse Anschlüsse hat. Anschlüsse für Mikrowellen und Anschlüsse für Steuersignale. Hier in der Mitte sehen wir den Chip, wo die Ionen tatsächlich gefangen werden, umgeben kupferfarben von einem Faraday-Käfig. Da die Ionen geladen sind, müssen wir sie von allen Feldern, die wir nicht extern anlegen, bestmöglich isolieren. Dafür ist dieser kupferfarbene Faraday-Käfig mit einem Gitter oben drüber. Und um alle möglichen Steuersignale und Rechensignale anlegen zu können, brauchen wir hier Mikrowellenanschlüsse und Anschlüsse für Potenziale, Anschlüsse für Spannungen. Die weiteren Leiterbahnen, die man hier auf dieser Platine sieht, filtern die Signale bestmöglich, um eine saubere und verlässliche Operation des Quantencomputers zu ermöglichen. So, was wir hier jetzt sehen, ist ein Teil unseres Lasersystems. Das fängt ganz da hinten am Tisch an und wird dann nach vorne auf diesem Tisch zunehmend umgewandelt von infraroter Wellenlänge, die man nicht sieht, zu hell leuchtendem Rot, was man dann hier sieht, schließlich dann zu ultravioletter Strahlung. Das Ganze endet dann hier auf diesem Tisch in einem Aufbau von vielen verschiedenen Spiegeln und Glasfasern und Linsen und Polarisationsoptiken, die man alle dazu verwendet, um den Strahl aufzuteilen, zu kontrollieren in der Richtung und in seiner örtlichen Form, um ihn dann aufs Ion zu schicken und um damit das Ion dann zu kontrollieren und um zu manipulieren. Dieser Strahl ist ultraviolett, das heißt, das sieht man alles nicht, aber ultraviolette Strahlung sieht man üblicherweise mit Weißmachern in Papier, das dann fluoresziert. Normalerweise ist die Laserstrahlung so, dass wir immer Schutzbrillen haben im Labor. Heute wollen wir das aber zeigen, deswegen haben wir die Laserstrahlung jetzt entsprechend schwach gemacht und können das einmal herzeigen, dass das tatsächlich auf dem Tisch ist. Timko, kannst du das mal bitte zeigen? Und da sehen wir hier einen von unseren Laserstrahlen,
wie er am Tisch entlang propagiert und quasi manipuliert wird und dann eben auch aufgespalten wird in verschiedene Laserstrahlen, um eben geeignet unser Ion zu manipulieren. Wie man an den Lasern auch gerade gesehen hat, da ist eine Vielzahl von optischen Elementen notwendig, um solche Laser zu betreiben, die dann alle auch tatsächlich einzeln per Hand justiert werden müssen und in manchmal jahrelanger Arbeit wirklich aufgebaut und jede einzelne Komponente hier platziert werden muss auf dem optischen Tisch. Viel einfacher ist das Ganze, wenn man Ion nicht manipuliert mit Laserstrahlen, sondern wenn man ein Ion manipuliert mit Mikrowellen. Mikrowellen können auch dafür benutzt werden, das Ion entsprechend zu manipulieren. Ein entsprechender Aufbau sieht dann wirklich so aus und man muss hier nicht alle Komponenten einzeln auf einem optischen Tisch platzieren, sondern man kann wirklich die Komponenten kaufen und man muss wirklich nur Kabel zusammenstecken und man hat hier Verstärker, man hat hier Schalter, die die Radiofrequenz, also diese Mikrowelle an- und ausmachen. Man hat sogenannte Splitter, die quasi Teile des Signales abzweigen, sodass man eine Diagnose hat, womit man dann später gucken kann, ob die Mikrowelle auch genauso läuft, wie sie soll. Und am Ende kann man das Ganze dann über ein einzelnes Kabel, das dann hier rausgeht, auch tatsächlich zu unserer Kammer, zu unserem Chip schicken, wo wir dann unsere Ionen mit diesen Mikrowellen kontrollieren, manipulieren können. So, jetzt will ich ein bisschen auch meinen Hintergrund hier vorstellen, was das alles für Instrumente sind, die hier im Hintergrund auch so sind. Hier oben sehen wir ein Instrument, das überwacht, ob die Wellenlänge unserer Laser auch richtig ist. Das hier sind Instrumente, die kontrollieren, dass unsere Laser auch auf der richtigen Wellenlänge sitzen. Diese Oszilloskope erlauben uns, optische Intensitäten auszulesen. Hier haben wir Controller für Laser, die quasi Strom und Spannung liefern. Hier haben wir Wellengeneratoren, die die Sinusse für unsere Mikrowelle generieren. Und hier unten haben wir Elektronik, die guckt, ob unsere Mikrowellen auch richtig aufeinander stabilisiert sind. So, wir sind jetzt an dem Punkt angekommen, wo wir uns mal so ein Ion auch anschauen wollen und wie wir sehen wollen, wie so ein Ion in unsere Falle kommt. Wir haben hier diesen Aufbau, der eben sehr viele Elemente beinhaltet, den wir auch irgendwie kontrollieren müssen. Dieser Aufbau wird kontrolliert von diesem Experimentsteuerrechner, den wir dann gleich aktivieren werden, der von Markus dann gleich gesteuert wird. Zunächst wollen wir uns aber angucken, wie wir die Ionen überhaupt sehen. Die Ionen sehen wir mit einer Kamera, die hier unter dem Tisch ist. Und diese Kamera guckt von unten nach oben über ein Spiegel oder ein Abbildungssystem auf die Ionen. Das heißt, die hängen kopfüber und dann guckt man von unten drauf und sieht die Ionen. Das Ganze senden wir dann auf diesen Computer da, das zeigen wir auch jetzt nochmal in groß auf dem Bildschirm, auf einer Kamera. Gerade ist diese Kamera auch noch schwarz, aber da werden wir gleich ein Ion sehen. Was wir jetzt machen, oder was Markus jetzt gleich machen wird, ist, Markus wird jetzt ein Ion laden. Markus, lad mal bitte ein Ion. Und was wir jetzt auf diesem Bildschirm sehen, ist, dass wir ein Paar, also eine Kette von Ionen geladen haben, circa 3 Ionen, die jetzt auf der Kamera aufgetaucht sind. Das heißt, wir haben jetzt erfolgreich Ionen in unsere Ionenfalle, in unsere Vakuumkammer geladen. Wie laden und fangen wir also Ionen?
Hier sehen Sie eine virtuelle Nahaufnahme unserer Ionenfalle in der Mitte des Bildes. Oben rechts von der Ionenfalle haben wir ein Stück Berylliummetall, von dem wir Atome verdampfen wollen. Hierzu benutzen wir zunächst einen Laserpuls, um das Metall kurzzeitig aufzuheizen. Nun werden Atome in Richtung der Ionenfalle ausgesendet und diese Atome werden dann mit Hilfe eines zweiten Lasers in Neon verwandelt. Dies geschieht, indem man eines der Elektronen aus der Atomhülle herausschießt. Dies passiert genau dann, wenn die Atome auch über diese Ionenfalle fliegen. Nun können wir sie mit Hilfe unserer Ionenfalle an Ort und Stelle halten. Ein dritter Laser wird schließlich benötigt, um unsere Ionen zum Leuchten oder auch Fluoreszieren zu bringen. Nun haben wir ein Ion in unsere Falle geladen. Wir haben also unseren Quantencomputer hochgefahren. Das Leuchten zeigt uns später, in welchem Zustand sich das Ion befindet. Die sogenannte atomare Levelstruktur, hier rechts gezeigt, des Berylliums, erlaubt es dem Beryllium, sich in einer Vielzahl von Zuständen zu befinden. Mittels präziser Einstellung unserer Laserstrahlung und der Laserfrequenz können wir genau einen der Zustände zum Leuchten bringen. Wir suchen uns dann genau einen leuchtenden und einen nicht leuchtenden Zustand aus. Dies erzeugt ein Qubit. Die anderen Zustände können dann ignoriert werden. So, wir haben jetzt eben ein Ion, ein Quantenbit in unseren Quantencomputer geladen und wir wollen jetzt eben sehen, wie wir das Ion in seinem Zustand manipulieren können, wie wir das Ion von dem hellen Zustand, von der logischen 1, in den dunklen Zustand, die logische 0, transferieren können. Dafür bemühen wir wieder unsere Experimentiersteuerung, unseren Computer. Markus, kannst du mal bitte das Experiment starten? Sehr gerne. Dankeschön. Genau. Und um uns das genauer anzuschauen, blenden wir jetzt hier links von mir nochmal eine Detailaufnahme von diesem Experiment ein. In diesem Experiment sehen wir, wie wir mit einem Ion starten, das erst hell ist und es dann dunkel ist nach einer Zeit und es dann auch wieder hell wird. Was hier passiert, ist, dass wir Mikrowellenstrahlung verwenden, um eben diesen Zustand des Qubits zu manipulieren von hell nach dunkel, zurück nach hell. Das ist eben eine reversible Ein-Ion-Operation. Wie eben vorhin schon erwähnt, sind alle diese Operationen reversibel, umkehrbar. Hier haben wir einen perfekt hellen Zustand und hier haben wir einen perfekt dunklen Zustand. Dazwischen scheint es so, als ob ich einen Zustand habe, der kontinuierlich ein bisschen dunkler geworden ist. Es scheint jetzt so, als ob das Ion nicht nur den hellen und den dunklen, sondern auch eben einen Zwischenzustand hat. Und als ob es eben mehr als einen Zustand gibt. So, was wir gerade im Experiment gesehen haben, möchte ich jetzt nochmal versuchen, anhand von einem anschaulichen Beispiel ein bisschen besser zu erläutern. Hierfür stelle ich mir immer sehr gerne eine Münze vor. Und die Münze hat auch zwei mögliche Zustände, wenn ich sie auf den Boden fallen lasse. Ich kann entweder Kopf haben oder ich kann Zahl haben. Wenn ich jetzt die Münze mit Zahl nach oben zeigend fallen lasse, dann wird auch immer Zahl dabei rauskommen. Ich kann jetzt sagen, die Münze ist in ihrem 1-Zustand, im leuchtenden Zustand. Wenn ich jetzt die Münze nehme und sie umdrehe, dann wird sie auch immer im Kopfzustand oder eben im Nullzustand landen. Jetzt kann ich aber auch die Münze auf die Seite drehen. Wenn ich die Münze auf der Seite habe und sie fallen lasse,
dann kann sie entweder Kopf fallen oder sie kann Zahl fallen. Und wenn ich das jetzt sehr viele Male wiederhole, dann hätte ich quasi im Mittel hätte ich zur Hälfte 1 und zur Hälfte 0, zur Hälfte leuchtend und zur Hälfte dunkel. Das Gleiche machen wir auch im Experiment mit unseren Ionen. Wir können die Ionen nehmen, wir können sie in einem dunklen oder in einem hellen Zustand ursprünglich präparieren und sie dann langsam drehen. Dann sind sie hier zur Hälfte hell, zur Hälfte dunkel und dann langsam weiter drehen und hier sind dann die Ionen 100% dunkel. Und das haben wir gerade in unserem Experiment gesehen. Diese Münze hat im Prinzip die gleichen Freiheitsgrade, die gleichen Möglichkeiten, sie zu manipulieren, wie auch unsere Qubits. Deswegen nennt man das auch Einzel-Qubit-Rotationen, Operationen, wo ich ein einzelnes Qubit eben rotieren kann. Diese Rotationen werden allerdings natürlich nicht mit unseren Händen gemacht, sondern das muss irgendwie auf der Ionenfalle passieren. Und das passiert auf unserer Ionenfalle eben über Leiterbahnen. Und die Leiterbahnen, auf die geben wir sogenannte Mikrowellen, das heißt Ströme, die sehr schnell oszillieren. Und diese schnell oszillierenden Ströme erlauben es uns kontrolliert im Zustand des Qubits von 1 nach 0 zu überführen. Das sind die Einzelionenoperation, die Einzelquantenbit-Gatter. Wir haben jetzt gerade die Ein-Qubit-Operationen gesehen. Jetzt gibt es noch als wichtige Zutat für den Quantencomputer die sogenannten Zwei-Qubit-Operationen. Das ist auch die Logik in unseren Computern. Das will ich jetzt kurz versuchen einzuführen und zu erläutern. Zwei Quantenbit-Gatter oder auch Verschränkungsoperationen sind Operationen, die unsere zwei Qubits miteinander korrelieren. Was heißt Korrelation? Das kann man sich auch wieder an einem etwas einfacheren Beispiel vorstellen. Korrelation heißt, dass ich beispielsweise morgens auf dem Weg in die Arbeit bin und auf dem Weg in die Arbeit habe ich, wenn es gut läuft, viele grüne Ampeln. Und wenn ich über die grüne Ampel drüber fahre, dann weiß ich, dass die örtliche Verwaltung alles gut gemacht hat und dass die Querseite zu mir eine rote Ampel hat. Dazu muss ich allerdings nicht auf die Ampel der Querseite gucken, sondern es reicht, dass ich auf meine grüne Ampel gucke und dann weiß ich sofort, dass die andere Ampel rot sein muss. Das ist klassisch Korrelation. Korrelation heißt, dass ich zwei Systeme habe, von dem ich bei dem Zustand des einen Systems auf den Zustand des anderen Systems schließen kann. Das sind auch bei uns, ist das äquivalent zu den zwei Qubit-Gattern, wo man eben auch einen Zustand präpariert, wo ich von dem Zustand eines Ions auf den Zustand des anderen Ions schließen kann. So, wir sind nun angekommen bei den zwei Qubit-Gattern. Das Herzstück einer der Operationen für einen Quantencomputer. Wir führen jetzt hier wieder ein Experiment durch, wo wir dann gleich auf meiner linken Seite nochmal groß den Experimentiersteuercomputer zeigen. Markus, kannst du bitte das Experiment starten? Ja. Dankeschön. Und was wir hier jetzt durchführen und was wir hier jetzt uns angucken, ist, wir haben zwei Ionen in unserer Ionenfalle. Und diese zwei Ionen sind entweder hell oder sie sind dunkel oder eines von beiden ist hell und das andere ist dunkel. Das sind Wahrscheinlichkeiten. Die blaue Kurve ist, dass entweder beide Ionen hell sind. Die rote Kurve ist, dass beide Ionen dunkel sind. Und die grüne Kurve ist, dass genau eines von beiden Ionen hell ist
während das andere dunkel ist. Nach circa einer Millisekunde erreicht man hier eben einen Zustand, der Quantenlogik ausdrückt, indem man quasi wahlweise einen hellen Zustand hat oder einen Zustand hat, in dem beide Ionen hell sind oder einen Zustand hat, in dem beide Ionen dunkel sind, aber nicht einen Zustand, in dem eines der beiden Ionen hell ist und das andere dunkel. Diese Logik drückt eben Verschränkung aus, die wir an diesem Punkt des Experimentes auch erreicht haben, nämlich Quantenverschränkung zwischen den beiden Teilchen. Nach zusätzlicher Zeit, die wir diese Quantenoperation laufen lassen, haben wir den ursprünglichen Ausgangszustand ungefähr wieder erreicht. Das heißt, wir sind von beide Ionen hell gegangen zurück nach beide Ionen hell, indem wir hier einen verschränkten Zustand erzeugt haben und hier auch einen verschränkten Zustand erzeugt haben. Eben die Quantenlogik-Gatter realisiert haben. So, damit geht auch schon unsere Labortour zu Ende. Wir haben Ihnen heute vorgeführt, dass wir erfolgreich einen 2-Qubit-Quantencomputer operieren können. Die Herausforderung, die nun bevorsteht, ist, diesen 2-Qubit-Quantencomputer auch zu erweitern auf mehrere Qubits. Bei Quantum Valley Lower Saxony geht es jetzt darum, schon demonstrierte Technologien, wie zum Beispiel Transport von Ionen, Speichern von Ionen und eben die 1- und 2-Qubit-Operation, alles zusammenzuführen in eine einzelne gemeinsame Plattform, um eben einen 50-Qubit-Quantencomputer zu produzieren. Damit darf ich mich ganz herzlich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit bedanken und mich verabschieden. Auf Wiedersehen. Ja, nach diesem kurzen Einblick ins Labor, wo wir die elementaren Rechenoperationen eines Quantencomputers kennengelernt haben, also die Einzel- und 2-Qubit-Gatter, Logikgatter gibt es ja auch bei einem klassischen Computer, wollen wir uns jetzt angucken, wie man das Ganze größer machen kann. Wie man also zu mehreren Qubits übergehen kann. Und hier ist nochmal das Bild von unserer Ionenfalle zu sehen, mit den Spannungen, die wir an die Elektroden anlegen, um die Atome oberhalb von der Oberfläche zu speichern. Und wir können uns jetzt mal angucken, was passiert, wenn man die Elektroden auf der rechten Seite ein bisschen positiver auflädt und die roten Elektroden auf der linken Seite etwas runternimmt in der Spannung. Und dann wandern die Atome natürlich nach links, weil sie von den positiven Spannungen auf der rechten Seite abgestoßen werden und von der etwas niedrigeren positiven Spannung auf der linken Seite angesaugt werden. Das ist also im Grunde ein Mini-Teilchenbeschleuniger, CERN auf Mikrometerebene. Sollte also insofern nichts Neues sein, dass man mit elektrischen Feldern, also Teilchen, geladene Teilchen auch in der Gegend transportieren kann. Wie kann man das jetzt benutzen, um einen Quantencomputer mit vielen Atomen zu bauen, mit vielen Qubits zu bauen? Und dazu möchte ich Ihnen einen kurzen Film zeigen. Was man hier auf dieser Animation sehen kann, ist die Oberfläche eines solchen Ionenfallen-Quantencomputers mit vielen Qubits. Da sind jetzt im Moment noch keine Qubits drin. Aber was man erkennen kann, sind in der Mitte zwei so helle Schienen, die durch eine solche Kreuzung durchgehen, so durchgezogene Linien. Und diese Linien sind wieder die auf der Wechselspannung liegen. Das heißt, entlang dieser Struktur, die so kreuzförmig auf der Oberfläche liegt, kann man überall Qubits speichern. Und daneben sind diese segmentierten, diese kleinen Kacheln. An diese Elektroden kann man Spannungen anlegen, um dann die Teilchen oberhalb von der Oberfläche hin und her zu transportieren. Und genau das wollen wir jetzt einmal tun. Wir haben in dem hinteren Bereich Richtung Horizont sozusagen den Bereich, wo wir die Qubits in die Falle laden. Und genau das passiert jetzt. Da werden mit den Laserstrahlen 1 Ion, 2 Ionen, 3 Ionen, so viele geladen und dann aus dem Laderegister raustransportiert, wie man halt an Qubits in den Quantencomputer reinfüllen möchte, in den lokalen Speicher. Und dann fängt man an zu rechnen, dazu transportiert man jeweils ein Ion in die Rechenzone und transportiert dann ein zweites in das gleiche Rechenregister hinein, wendet diesen Mikrowellenpuls an, um zu rechnen, transportiert die dann wieder raus, transportiert ein weiteres Pärchen rein, das ist die Vorschrift des Quantenalgorithmus, welche Paare man da jetzt reinschieben muss, macht wieder eine Rechenoperation, hat wieder 2 Qubits in der Rechenzone, macht wieder eine Rechenoperation und wie gesagt, die Vorschrift, in welcher Reihenfolge das zu passieren hat und jeweils
wie lange, das ist der Quantenalgorithmus. Und am Ende kommt Michael Schanze, dann wird das Licht eingeschaltet, eine 1 ist der Messprozess, eine 1, eine 0, eine 1, eine 1, eine 0, noch eine 1, wieder eine 0 und noch eine 0. Und das ist dann das Ergebnis der Quantenrechnung. Das ist das Ende des Quantenalgorithmus. Und wenn man einen solchen Quantencomputer halt groß machen möchte, dann muss man diesen Transportmechanismus implementieren. Jetzt wollte ich Ihnen eine kurze Zusammenfassung geben, was wir bisher gelernt haben. Wir haben also gesehen, wie wir Ionen fangen können, oben auf der rechten Seite, indem wir elektrische Felder an einem Mikrochip anlegen. Wir haben gesehen, dass wir die Ionen mit Lasern in diese Falle reinladen können, sie detektieren können. Und wir haben gesehen, das sind also Prozesse, für die man die Laser auf jeden Fall braucht. Und wir haben gelernt, dass wir mit Mikrowellen, die wir in diesen Chip reinkoppeln, die Rechenoperationen durchführen können. Und das ist eine hochintegrierte Technologie, die von großem Vorteil ist, weil der Rechenmechanismus sozusagen mit dem Chip wächst. Der ist in den Chip direkt eingebaut. Das ist kein großes, komplexes Lasersystem, was außen drumherum sitzt. Und diesen Mechanismus, den wir da demonstriert haben, das ist praktisch das erste hochintegrierte Quantengatter mit gespeicherten Ionen für Quantencomputing. Wir haben aufgrund dieser Mikrowellensignale, weil Mikrowellentechnologie halt sehr gut etabliert ist, die sitzt halt hier in meinem drahtlosen Mikrofon drin, in meinem Telefon, deswegen haben wir extrem niedrige Fehlerraten und sind bereits jetzt eine Größenordnung besser als dieser Google-Prozessor, der da vor 2 Jahren Furore gemacht hat. Aber das ist eine Eigenschaft, die in gewissem Sinne auch der Ionenplattform eigen ist. Wir haben uns jetzt zusammengetan im Rahmen des QVLS-Q1-Projektes mit großzügiger Unterstützung des Niedersächsischen Ministeriums für Wirtschaft, Wissenschaft und Kultur und der Volkswagen-Stiftung, um in den nächsten 5 Jahren eine entsprechende Maschine zu bauen, die mit mindestens 50 Qubits funktioniert und vor allen Dingen, ich habe Ihnen ja gesagt, wie bewertet man Quantencomputer, direkte Wechselwirkung zwischen jedem Qubit hat, das man in diesem Prozessor hat und mindestens 1 bis 2 Größenordnungen besser rechnet als das, was im Moment überhaupt irgendwo zu kriegen ist auf der Welt. Und dazu kommt ganz unterschiedliche Expertise zusammen. Da kommt die Expertise der Nanophotonik und Informatik von der Technischen Universität Braunschweig dazu, die Expertise der PTB in der Ionenfallentechnologie und die Expertise in Quantenoptik und Theorie und Anwendung an der Leibniz-Universität Hannover. Und das ist also the place to be, wenn man dabei sein will. Hier kommen die Leute zusammen, die man braucht, um so etwas zu implementieren. Und wir sind wirklich ein Full-Stack-Konsortium. Das heißt, wir können jeden Aspekt dieser Technologie abbilden. Man sieht hier unten, also da auf dem Bild, dass wir es, die Kollegen in der PTB es sogar schon geschafft haben, eine ähnliche Apparatur im Kontext von optischen Uhren in einen Aufbau von 2 Racks hineinzuquetschen und sozusagen transportabel zu machen. Und genau auf diese Expertise wollen wir uns natürlich auch für die Quantencomputer, die mit der gleichen Basistechnologie arbeiten, dann berufen. Und das erzählt Ihnen jetzt genau mein Kollege Piet Schmidt, wo es um optische Uhren geht und wie man Ionen noch verwenden kann, denn Quantentechnologie ist im Grunde mehr als der Quantencomputer. Piet. Ja, vielen Dank, Christian, für die schöne Überleitung und auch Einführung. Ich glaube, wir brauchen jetzt den anderen Foliensatz, den nächsten. Genau. Im Folgenden möchte ich Ihnen, wie von Herrn Osböckhaus bereits angekündigt, zeigen, was man noch so mit Quantentechnologien machen kann und dabei insbesondere auf die Anwendungen im Bereich der optischen Uhren eingehen. Ich habe Ihnen hier mal eine Zahl mitgebracht. Die Zahl sieht vielleicht relativ zufällig aus. Wahrscheinlich kennt von Ihnen keiner diese Zahl. Das ist eine ganz besondere Zahl. Die erste Besonderheit in dieser Zahl ist, wer sich auskennt mit wissenschaftlicher Notation, ist, dass sie 18 signifikante Stellen hat. Und diese Zahl ist die am besten gemessene Naturkonstante, die die Menschheit jemals gemessen hat. Und das ist im Wesentlichen das Frequenzverhältnis aus 2 optischen Uhren. Optische Uhren sind die genauesten Messinstrumente, die wir zur Verfügung haben aktuell. Und aktuell
sehen wir auch keine Limitierungen, noch mehr als 18 Stellen tatsächlich realisieren zu können in unseren Messungen. Wie ist das Prinzip von Uhren generell? Wir brauchen irgendwas, was oszilliert, zum Beispiel Erdrotation, eine Pendeluhr oder ein Schwingquarz, und dann zählen wir diese Oszillationen, entweder mit einer Sonnenuhr oder mit einem mechanischen Zählwerk oder einfach elektronisch. Und eine Uhr implementieren wir, wenn wir alle Zyklen zählen, ohne auch nur einen einzelnen Zyklus davon zu verlieren. Und Sie sehen hier schon aus der Evolution, der Trend geht zu immer höheren Frequenzen. Die Erdrotation, die Erde oszilliert einmal am Tag, rotiert einmal um ihre eigene Achse. Die Pendeluhr, einmal in der Sekunde schwingt das Pendel hin und her. Und bei so einem Oszillator haben wir viele tausend Schwingungen pro Sekunde. Und dieser Trend lässt sich tatsächlich fortsetzen. Je schneller die Oszillation, desto besser wird auch die Uhr werden am Ende. Nun, wenn ich jetzt so eine Uhr habe, dann frage ich mich natürlich genau wie beim Quantencomputer auf, worauf kommt es denn an? Ja, wenn mir mein Nachbar mit dem Start-up eine Uhr verkaufen möchte, ja, worauf muss ich denn Acht geben in den Spezifikationen, in dem, was er mir erzählt, was die Uhr kann? Was sind die relevanten Größen? Und bei Uhren gibt es genau zwei relevante Größen, die nennen wir Genauigkeit und Stabilität. Und man kann das sehr schön illustrieren an so einer Dart-Zielscheibe, wo ich ständig versuche, mit Dart-Pfeilen das Zentrum zu treffen. Da kann ich entweder mit einer relativ großen Streuung immer am Zentrum vorbeiwerfen, oder ich kann am Zentrum vorbeiwerfen, aber mit einer geringeren Streuung. Oder ich ziele mit einer großen Streuung genau ums Zentrum, und was ich dann aber am Ende haben möchte tatsächlich, ist, dass ich mit sehr wenig Streuung immer genau ins Zentrum treffe. Und ins Zentrum treffen bedeutet bei uns Genauigkeit, und die Streuung bedeutet Stabilität. Also je stabiler ich werfen kann, je sicherer ich im Wurf bin, desto stabiler ist dann das Ergebnis. Das ist genau das, was wir auch bei der Uhr haben. Eine Uhr muss die Schwingung muss möglichst einer Grundschwingung entsprechen, ohne irgendwelche zusätzlichen Verschiebungen, und sie muss immer exakt gleich, also wiederholbar gleich schwingen. Und jetzt ist natürlich klar, so eine Pendeluhr oder auch ein Quarzoszillator, das sind mechanisch gefertigte Elemente, da ist jedes anders, und die sind auch empfindlich auf äußere Störungen natürlich, wie Temperatur, Luftfeuchtigkeit und so weiter. Und hat man vor einiger Zeit schon herausgefunden, dass im 18. Jahrhundert bereits sind die Leute drauf gekommen, als sie die ersten Atome entdeckt haben, dass Atome tatsächlich ideal sind. Jedes Atom einer Spezies ist identisch zu dem anderen Atom, und Atome haben diskrete Übergänge. Bei Herrn Ospelkaus hießen die Qubits, oder das Qubit wurde realisiert durch so einen Übergang. Bei uns heißt es Uhrenübergang bei den optischen Uhren. Das hat so gut funktioniert auf Anhieb. Hier sehen Sie Bilder von Cäsium-Fontänenuhren, die hier an der PDB in Braunschweig betrieben werden. Die PDB ist auch Mitglied im Quantum Valley Lower Saxony. Und das sind mit die genauesten Cäsium-Fontänenuhren auf der Welt. Und wir sehen hier auf dem Bild, sehen wir so eine Wolke aus Cäsiumatomen symbolisiert, wo wir dann auch die beiden Zustände haben. Und die SI-Sekunde, die wir heutzutage haben, ist definiert auf genau dieser Übergangfrequenz. Und die oszilliert nicht nur mit einem Hertz oder mit ein paar 10 Kilohertz, sondern die oszilliert mit 9 Gigahertz, also 9 Milliarden Mal pro Sekunde. Und hier in dem Foto sehen Sie, wo diese Uhren stehen. Hier ganz im Hintergrund, rechts von der Mitte, sehen Sie die Cäsium-Fontänen-Uhren, die hier stehen und die deutsche Zeit tatsächlich machen. Verbreitet wird die deutsche Zeit jedoch über einen Sender, der in Mainflingen steht, der DCF-77-Empfänger. Wenn Sie eine Funkuhr haben oder sowas, dann empfängt diese das Signal von diesem Sender, das reicht über 2000 Kilometer weit und wird für ganz viele Anwendungen, nicht nur privat, sondern auch gesamtgesellschaftlichen Anwendungen eingesetzt.
So, jetzt ist die Frage, ist jetzt damit das Ende der Fahnenstange schon erreicht? Das können wir uns ja in dieser Abbildung anschauen, wie die unterschiedlichen Uhren, angefangen von chinesischen Wasseruhren bis zu Pendeluhren, hoch zu Quarzkristalluhren und den Cäsium-Fontänenuhren, ist die Frage, ne, lässt sich dieser steile Anstieg an Unsicherheit oder Abfall an Unsicherheit, also was hier angegeben ist, ist im Wesentlichen, wie viele Teile einer Sekunde die Uhr falsch gehen würde auf einen Tag. Und da sind wir von Tausenden von Sekunden pro Tag, gehen wir jetzt auf 100 Pikosekunden, also das sind 10 hoch minus 12 Sekunden für einen Fehlgang an einem Tag. Die Frage ist, lässt sich das fortsetzen? Und die Antwort ist ja. Optische Atomuhren setzen den Trend fort, unter anderem deswegen, weil sie eine höhere Oszillationsfrequenz haben. Wir sind da tatsächlich in einer sehr skurrilen Situation aktuell, weil wir schon Uhren dieser Qualitätsklasse am Laufen haben und deren Übergangsfrequenz können wir überhaupt gar nicht mehr in Hertz angeben, weil wir die Einheit Hertz, die ja auf der SI-Sekunde basiert, nicht mehr genau genug realisieren können, weil die ja auf Basis der Cäsium-Fontänen-Uhren realisiert wird und die sind einfach nicht mehr genau genug. Also können wir nur noch Frequenzverhältnisse zwischen optischen Uhren messen, um dann 18 Stellen Genauigkeit zu bekommen. So, warum wollen wir optische Uhren? Einmal die höhere Frequenz, das hatte ich schon erwähnt. Je höher die Schwingungsperiode ist oder die Schwingungsfrequenz ist, desto genauer kann ich natürlich auch Zeitmessungen machen. Das sieht man relativ gut hier. Wenn ich hier nur Nulldurchgänge messen würde, dann habe ich eine kleinere Unterteilung, wenn ich höhere Frequenzen habe. Es ist auch so, wenn Sie einen Meterstab haben, der nur Metermarken hat, dann wird es Ihnen schwerfallen, Millimeter zu haben. Wenn Sie eine Millimeterskala haben, dann fallen Millimeter leicht und genau so ist es hier auch. Dann wollen wir schmale Übergänge haben. Das sind ganz ähnliche Übergänge, wie sie auch fürs Quantencomputing eingesetzt werden, sodass diese Größe hier, die ich hier angegeben habe, also die Breite geteilt durch die Übergangsfrequenz, ist die relevante Größe in diesem Zusammenhang. Dann wollen wir auch, damit wir immer genau ins Zentrum der Dartscheibe treffen, wollen wir möglichst, dass die Verschiebungen unserer Frequenz, die wir dann messen, dass die möglichst klein ist und deswegen möchten wir, dass die Atome, die wir hier verwenden, möglichst unempfindlich sind gegenüber äußeren Störeinflüssen wie elektromagnetischen Feldern zum Beispiel. Das ist das dritte Kriterium, was wir haben und die Idee hierbei ist, dass zwar die Größe der Verschiebung ist ungefähr gleich bei Cäsium-Fontänen-Uhren und optischen Uhren. Dadurch, dass die Frequenz aber höher ist, fällt es weniger stark ins Gewicht und dadurch gewinnen wir auch hier bei den optischen Uhren. Gut, genau, hier sind noch ein paar Störeffekte. Jetzt komme ich zum Prinzip, wie funktioniert denn so eine optische Uhr überhaupt? Wir beginnen an der Stelle mit einem Laser. Der oszilliert üblicherweise bei 500 Terahertz. Das ist eine sehr, sehr schnelle Schwingung. Das sind 5 mal 10 hoch 14 Schwingungen in der Sekunde. Jetzt so ein Laser, und das sind genau die Perioden, die wir am Ende zählen wollen für die optische Uhr. So ein Laser und seine Frequenz insbesondere kann natürlich driften mit der Zeit. Das bedeutet, wir müssen die Frequenz stabilisieren auf einen optischen Übergang in Atomen, wie das hier symbolisiert ist. Das ist also unsere Referenz, ist ein Übergang in so einem Atom. Und wir fragen das ab, ganz genau so, wie das Ihnen Herr Osbekaus erklärt hat. Wir haben hier den Grundzustand, wir haben den angeregten Uhrenübergang, den wir entweder angeregt bekommen oder nicht. Und ob das der Fall ist oder nicht, zeigt uns dann, wenn wir hier dieses gelbe Licht einstrahlen, bleibt das Atom entweder hell, wenn es im unteren Zustand sich befindet, oder es wird dunkel, wenn wir es in den oberen Zustand angeregt haben. Und aus einer Vielzahl solcher Experimente können wir, was wir sagen, ein Fehlersignal ableiten, aus dem wir wissen, wie wir die Laserfrequenz ändern müssen, damit die Laserstrahlung genau diesem Übergang hier entspricht. Das wird dann im Wesentlichen so gemacht und dann immer darauf stabilisiert. Am Ende wollen wir natürlich auch irgendwas mit dem Licht machen und dazu gibt es ein Gerät, was man inzwischen kommerziell kaufen kann. Es ist ein sogenannter Frequenzkamm, der teilt uns die optische Frequenz, die ja wahnsinnig schnell ist, schneller als jede Elektronik, die wir zur Verfügung haben, teilt diese Frequenz runter in den Radiofrequenzbereich, wo wir es wieder elektronisch zählen können. Und wo wir auch diese Uhr mit anderen Uhren dann vergleichen können.
Gut, die Analogie, die ich hier gerne verwende, ist das Stimmen eines Musikinstruments. Unser Laser ist die Geige hier und unser Atom ist die Frequenzreferenz, wie sie hier dargestellt ist. Und dann ändern Sie auch die Spannung in der Seite, um die Frequenz genau auf die Referenz abzustimmen. Und genauso funktioniert es bei den optischen Uhren im Grunde auch. Gut, hier im Rahmen des Quantum Valley Lower Saxony sind wir in der glücklichen Lage, dass wir da ein paar Uhrenrekorde weltweit verzeichnen können. Wir haben den stabilsten Uhrenlaser der Welt. Wir haben die erste transportable optische Uhr gebaut. Wir haben Uhren, wir haben die beste Uhr in Europa, die auch insgesamt international gesehen zu den besten auf der Welt gehören. Und wir betreiben die längste Faserstrecke in Europa oder auf der ganzen Welt eigentlich, aber die Faserstrecke selber ist natürlich in Europa, um Uhren miteinander vergleichen zu können. Und das sind alles Aktivitäten, die hauptsächlich von der PDB aus durchgeführt werden im Rahmen des QVLS. So, wie sieht so eine optische Atomuhr aus? Sie haben so ein ähnliches Bild bereits gesehen bei Herrn Ospelkaus. Das ist auch so ein optischer Tisch, der vollgestellt ist mit Optiken. Die Atome sitzen ganz klein hier in der Mitte und werden in der Falle gefangen, wie Sie sie hier sehen. Das sind noch relativ makroskopische Fallen. Und eines der Ziele ist, diese Fallen zu miniaturisieren und dann auch mehrere Ionen reinfangen zu können, sodass wir die Uhr noch besser machen können darüber. Jetzt ist eine der wesentlichen Fragen, die Sie vielleicht auch interessieren, ist, wer braucht überhaupt 18 Stellen? Ja, die Berliner S- und U-Bahn kommen trotzdem zu spät, ich selber auch. Wer braucht sowas überhaupt? Es gibt tatsächlich eine ganze Reihe an Anwendungen, die von so hochgenauen Messinstrumenten profitieren können. Das eine ist, wir können Tests fundamentaler Physik durchführen. Ich möchte Ihnen da ein Beispiel auch gleich geben. Und Navigation basiert natürlich auf hochgenauen Uhren, die in Satelliten sich bewegen. Je besser die Uhren dort sind, desto genauer funktioniert auch die Satellitennavigation, die Sie auf Ihrem Handy jeden Tag vermutlich nutzen. Wir können große Netzwerke synchronisieren und wir können Höhenmessungen machen. Und das ist auch ein vielleicht ungewöhnliches Beispiel, auf was ich ganz kurz eingehen möchte. Komme ich zu den fundamentalen Tests. Wir haben ein relativ gut funktionierendes Modell unseres physikalischen Weltbilds, das heißt das Standardmodell der Teilchenphysik. Da gibt es aber tatsächlich jede Menge offener Fragen. Zum Beispiel wissen wir aus kosmologischen Untersuchungen, dass es sowas wie dunkle Energie und dunkle Materie geben muss. Wir haben keine Ahnung, was das sein soll. Wir wissen es einfach nicht. Und die Idee ist jetzt, dass wir hochgenaue Uhren nehmen können, die über die Zeit vergleichen können und dann schauen können, ob die Uhren anfangen auseinanderzulaufen, ob die irgendwie gegeneinander oszillieren, ob es da Schritte gibt in dem Frequenzverhältnis. Und wenn es solche Schritte gibt oder solche Oszillationen, dann könnte es darauf hindeuten, dass die Uhren mit dunkler Materie wechselwirken, die zu solchen Oszillationen und zu einem Auseinanderlaufen von Uhren führen könnte. Und auf die Weise können wir schauen, gibt es sowas vielleicht wie dunkle Materie oder wir können Modelle von dunkler Materie ausschließen durch solche Uhrenvergleiche tatsächlich. Gut, ich kann Sie beruhigen, aktuell ist noch nichts gefunden worden. Ja? Also aktuell wurden noch keine Änderungen von Naturkonstanten oder eine Wechselwirkung mit dunkler Materie entdeckt mit diesen Uhren. Aber wir bauen die Uhren immer besser, um immer besser das entsprechend einschränken zu können. Die zweite Anwendung, die ich Ihnen zeigen möchte, ist vielleicht ein bisschen skurriler, ist aber tatsächlich eine der Hauptanwendungen, aufgrund derer optische Uhren jetzt auch noch weiterentwickelt werden. Und das ist die relativistische Geodäsie, die basiert auf einem von Einstein vorhergesagten Effekt, nämlich der Gravitationsrotverschiebung. Einstein hat im Rahmen seiner Relativitätstheorie vorhergesagt, dass Uhren, die auf dem Boden stehen, langsamer laufen als Uhren, die auf einem Tisch stehen. Und auf der Erde ist der Gangunterschied, den beziffern wir als 10 hoch minus 16. Also das ist der relative Frequenzunterschied oder Gangunterschied der beiden Uhren, die auf dem Boden und auf dem Tisch stehen. Das bedeutet, wenn wir zwei Uhren haben, die weit entfernt voneinander sind und wir wissen, dass die, wenn sie nebeneinander stehen, auf gleicher Höhe genau gleich gehen
und wir dann eine Frequenzmessung über eine große Entfernung machen, dann können wir aus dem gemessenen Frequenzunterschied der beiden Uhren genau die Höhendifferenz extrahieren. Und das ist genau diese neue Ära, diese relativistische Geodäsie, wo wir transportable Uhren haben wollen, zum Beispiel eine Uhr an den Amsterdamer Pegel fahren, eine Uhr an der PDB über so diese Glasfaserverbindung, die ich gezeigt habe, vergleichen und dann tatsächlich eine direkte Anbindung des Höhensystems in Deutschland, zumindest am Punkt der PDB, bekommen, was die Höhe angeht. Und dadurch können sehr viele Diskrepanzen, die es aktuell noch gibt in den Höhenmodellen der Länder, können aufgelöst werden. Wir können uns klimatisch relevante Daten anschauen, also Höhen der Postglacial Uplift der nördlichen Hemisphäre, ob andere Länder absinken, Meeresspiegelanstieg. Das sind alles Dinge, die wir adressieren könnten mit solchen transportablen optischen Uhren. Gut, dazu brauchen wir transportable optische Uhren und Herr Ospelkaus hat es auch bereits schon erwähnt. Das erste Ergebnis in diesem Zusammenhang ist es genau gewesen, genau so einen komplexen optischen Aufbau in ein Rack zu verfrachten mit bestimmten Zielspezifikationen. Da will ich gar nicht genau darauf eingehen. Es läuft von einer normalen Steckdose weg, kann relativ einfach transportiert werden. Es ist 10-mal besser als alles, was man käuflich erwerben kann. Basiert auf einem einzelnen gefangenen Ion, ist mit relativ standardmäßiger Technologie ausgerüstet und wir haben einen Upgrade-Pfad, um die Uhr zu einer der genauesten Uhren der Welt tatsächlich zu machen. Die Uhr läuft aktuell und wie Herr Ospelkaus schon angedeutet hat, die gleiche Technologie, die wir hierfür entwickelt haben, wird dem Quantencomputeraufbau zugutekommen und die Technologie, die im Quantencomputer jetzt weiterentwickelt wird, unter anderem die Chip-Technologie, die kommt dann wiederum hier bei den optischen Uhren auch zum Einsatz. Gut, damit bin ich am Ende. Ich hoffe, ich konnte Ihnen zeigen, dass optische Uhren die genauesten Messinstrumente der Welt aktuell sind, dass es noch keine Grenze abzusehen ist, die Uhren immer besser zu machen und dass es da eine ganze Reihe an Anwendungen gibt, auch sehr praktischer Natur. Vielen Dank. Ja, herzlichen Dank, dass Sie da waren. Wir haben uns jetzt hoffen, dass wir die Faszination für das Fangen einzelner Atome bei Ihnen ein bisschen wecken konnten. Wir konnten Ihnen heute, glaube ich, zeigen, das hat Herr Schmidt ja gerade in seinem Vortrag gemacht, dass man mit den Laserstrahlen einen extrem genauen Oszillator zur Verfügung hat und dass man Frequenzen von Laserstrahlen sehr gut messen kann, mit einzelnen Ionen, um damit optische Uhren zu bauen, dass es da ganz viel technologischen Überlapp auch gibt zu dem Quantencomputer, dass die Laser aber nicht so gut sind, wenn man ihre Einhüllende möglichst genau stabilisieren will, ihre Leistung sozusagen, die Menge an Licht, die da drin ist, dass wir das für den Zweck vom Quantencomputer mit diesen integrierten Mikrowellenbauelementen machen, die in den Chips drin sind und dass es da ganz viel hin und her gibt zwischen diesen beiden Forschungsrichtungen, die deswegen auch sinnvollerweise am gleichen Ort und von den gleichen Leuten verfolgt werden. Und dass es in beiden Fällen auf Präzision ankommt, im Falle der optischen Uhren auf die Präzision der Schwingung, die da gemessen wird und im Falle des Quantencomputers auf die Präzision der Gatterpulse, die verwendet werden, um die Rechenoperationen zu machen, damit man dann mit vielen Qubits irgendwann rechnen kann, weil die einzelne Rechenoperation genau genug ist und man es sich deswegen leisten kann, viele von denen aneinander zu reihen. Wir dachten, wir lassen Ihnen viel Zeit für Fragen. Deswegen hat Herr Kovacs hier auch das Mikrofon. Und wenn Sie jetzt eine Frage dazu loswerden wollen, dann können Sie das gerne tun. Da uns ja Leute zugeschaltet sind, würde ich Sie bitten, kurz zu warten, bis Sie dann gegebenenfalls das Mikrofon in der Hand haben, damit das dann auch die in dem Stream Zugeschalteten sehen können, hören können. Dankeschön. Danke erstmal für die Vorträge. Es war sehr spannend. Dankeschön. Und meine Frage bezieht sich auf die Labortour. Da wurde gesagt, dass Beryllium-Atome benutzt werden. Und ich wollte fragen, warum man sich für Beryllium entschieden hat und was da für Überlegungen reingehen. Also ich weiß nicht, die Lebensdauer der angeregten Zustände oder sowas in der Art. Was ist dafür wichtig? Genau, ich danke für die Frage. Das ist eine Frage, die gerne kommt, auch weil Beryllium natürlich toxisch ist. Nicht allerdings auf der Ebene, wie wir hier hantieren mit einzelnen Atomen. Also in jeder Relaisfeder ist wahrscheinlich mehr Beryllium drin, als wir im Laufe der Zeit hier für die einzelnen Atome je verwenden werden. Wenn Sie das Periodensystem der Elemente so ein bisschen vor Augen haben,
dann ist das ja in so Gruppen sortiert, mit ein Elektronen, zwei Elektronen, ganz außen auf der äußersten Schale. Und dann haben wir in der zweiten Gruppe Systeme mit zwei Elektronen. Und wenn man denen jetzt ein Elektron wegnimmt, dann, was man ja braucht, um es zu ionisieren, um es mit elektrischen Feldern festzuhalten, dann hat man wieder ein System mit einem einzelnen Elektron, was außen drumherum schwirrt. Und solche Ein-Elektronensysteme kann man sehr schön manipulieren mit Lasern. Deswegen ist es hilfreich, solche Ein-Elektronensysteme zu haben. Und vielleicht kann Ludwig ja mal kurz sagen, wieso ihm das Beryllium besonders gut gefällt. Lass mich muten. Das Beryllium ist halt ein sehr, sehr leichtes Ion, ein sehr leichtes Atom. Und dadurch kann man eben das sehr gut in der Falle festhalten. Und sehr gut heißt eben, dass die Quantenoperationen besonders schnell werden. Und das ist eben ein Argument, das für Beryllium spricht. Ein anderes Argument ist auch, dass es eine vergleichsweise einfache atomare Struktur hat. Also Beryllium und Magnesium haben so eine schöne Hierarchie von Zuständen, dass also der Zerfall immer in die gleiche Richtung stattfindet, wo auch die Anregung stattgefunden hat. Das ist bei den schwereren Elementen dann irgendwann nicht mehr der Fall und dann wird es komplexer, zum Beispiel bei Calcium. Dafür haben diese anderen Atome dann wiederum andere Vorteile. Je schwerer die Atome werden, desto mehr wandern die Wellenlängen, die man für die optische Kontrolle braucht, ins Rote. Also wenn bei Beryllium die Wellenlänge 313 ist, im UV und 313 Nanometer und bei Magnesium 280 Nanometer, dann sind es bei Calcium schon 397 Nanometer und so wandert das immer weiter ins Rote. Und das kann, wenn man den Quantencomputer skalieren will, dann muss man ja auch irgendwann das Licht für die Detektion und Präparation der Qubits an den Mann bringen oder ans Ion bringen. Und dazu kann man solche Wellenleiter in den Chip einbauen, integrierte Photonik machen. Und die funktioniert im UV nicht besonders gut. Da könnte man wahrscheinlich ein 20-jähriges Forschungsprogramm draus machen, um diese Chip-Technologie zu entwickeln. Deswegen macht es dann vielleicht Sinn, wenn man so integrierte Photonik machen will, was wir im Rahmen von größeren Projekten auch jetzt verfolgen, zusammen mit Partnern, dass man dann zum Beispiel Calcium verwendet. Vielleicht kannst du noch was sagen, welche Atome sich jetzt für Uhren spezifisch eignen. Genau, also bei den Uhren, da hat man ähnliche Kriterien. Die Niveaustruktur ist hier das Hauptkriterium. Wir brauchen einen Uhrenübergang, der möglichst unempfindlich ist gegenüber äußeren Störungen, also möglichst gegen Magnetfelder, elektrische Felder möglichst unempfindlich und einen relativ langlebigen angeregten Zustand. Wenn wir Atome in einen angeregten Zustand bringen, dann fallen die normalerweise nach einer bestimmten Zeit wieder zurück. Und da gibt es ein Optimum. Ja, wir hätten das gerne, dass das ein paar hundert Sekunden sind. Das wäre ideal angepasst an die aktuelle Technologie. Und nach diesen Kriterien werden die Uhrenatome selektiert. Und da gibt es jede Menge, die man da nehmen kann. Auch Calcium, Strontium, Ytterbium wird verwendet. Und in meiner Arbeitsgruppe arbeiten wir mit Aluminium, was auch ein relativ ideales System ist. Wenn Sie noch weitere Fragen haben, immer gerne. Wir haben Zeit mitgebracht für Sie. Wir haben auch übrigens ein Easter Egg versteckt in der Laborführung. Ich weiß nicht, ob es irgendjemand aufgefallen ist. Ich habe noch mal eine Frage zu den Experimenten in Bezug auf schwarze Materie. Habe ich das richtig verstanden, dass angenommen wird, dass dass in der schwarzen Materie einzelne Teilchen schwingen und die Schwingung Wechselwirkung haben dann mit dem anderen? Also, wenn Sie mögen, kann ich da ein bisschen was dazu sagen. Also, es gibt von der Theorieseite aus gibt es verschiedene Modelle, was dunkle Materie eigentlich sein könnte. Und eines der einfacheren Modelle ist, wir nennen das Skalarfeld, ja, so wie vielleicht Temperatur auch als Skalarfeld interpretiert werden kann. Und in der Teilchenphysik ist es immer so, dass die Wechselwirkung wird über Teilchen quasi vermittelt. Ja. In der Optik sind es die Photonen, das kennen Sie schon. Und genauso würde es dann auch Wechselwirkungsteilchen für dunkle Materie geben, aus denen das Feld dann besteht. Und die haben eine bestimmte Masse. Ja? Und nach Einstein wissen wir, Masse ist gleich Energie. Und das bedeutet, dass je nach Masse schwingen diese Teilchen mit einer bestimmten Oszillationsfrequenz, die genau dieser assoziierten Energie entspricht.
Und diese Art von Schwingung, wenn die langsam genug ist, ja, also wenn die Teilchen möglichst leicht sind, dann ist diese Schwingungsfrequenz entsprechend gering, dann könnten wir das als Oszillation auf dem Frequenzverhältnis von zwei optischen Uhren sehen tatsächlich. Das ist die Idee dahinter. Es gibt ein anderes Modell, wo man auch schwerere dunkle Materie detektieren könnte, wo die Oszillationsfrequenz für die Detektion viel zu schnell wäre, wo die dunkle Materie sich aber so zusammengeklumpt hat im Universum und wir einfach durch gravitative Wechselwirkung gibt es einfach Klumpen aus dunkler Materie und wir auf unserem Weltraumschiff Erde fliegen durch so einen Klumpen durch. Dann würden wir aus einem Bereich mit geringerer Dichte an dunkler Materie einen Bereich größerer Dichte an dunkler Materie fliegen. Und wenn es dann eine Wechselwirkung gibt auf die normale Materie, dann würden sich auch wieder die Energieniveaus verschieben. Und das würden wir so als Drift sehen im Wesentlichen. Wenn wir durch diese Grenzschicht durchgehen, dann würden sich auch wieder die Uhrenfrequenzen gegeneinander verschieben. Und das könnten wir detektieren. Ich hätte eine Frage zur Rechenleistung. Also das sind ja jetzt so die mikroskopischen Systeme, die wir da betrachtet haben. Und jetzt für den, wie sage ich das, normalen Bürger wäre ja interessant, was kann so ein System in Gesamtheit dann rechnen? Also wo steht man da im Vergleich zu klassischen Computern und wo steht man da vielleicht in 5 Jahren oder 10 Jahren? Ich weiß nicht, wie lange das Projekt jetzt angelegt ist. Also wo wird man da in der Zukunft dann sein? Genau, also vielen Dank für die Frage. Das ist eine unheimlich relevante Frage. Ich habe ja versucht, Ihnen in den Bewertungskriterien zu vermitteln, dass die Zahl an Qubits nicht der einzige Wert ist, der jetzt relevant ist für die Bewertung von der Rechenleistung von so einem Gerät. Wenn Sie einen klassischen Computer haben, dann ist ja eine Möglichkeit, die Performance von dem System zu messen, dass man sogenannte Benchmarks durchführt. Also wie schnell oder in welcher Zeit werden bestimmte Aufgaben in Office gelöst oder wie performant ist ein 3D-Shooter oder andere Benchmarks. Und da gibt es keine, nicht notwendigerweise immer eine Antwort, die auf alle Fragen passt. Was man sich generell wahrscheinlich gut klar machen kann und was sich lohnt im Hinterkopf zu behalten, ist, dass ein Quantencomputer im Prinzip alle Aufgaben lösen kann, die ein klassischer Computer auch lösen kann. Also er kann sozusagen die gleichen Rechenoperationen und Algorithmen abarbeiten. Aber er ist dabei nicht notwendigerweise besser als ein klassischer Computer. Ja. Wenn ich einen Quantencomputer mit 1000 Qubits habe, dann ist für die Standardaufgaben, die wir in der IT, so Videokonferenzen, Excel, Word, ist ein klassischer Computer dem haushoch überlegen. Ja? Also einen Quantencomputer muss man sich eher vorstellen, wie solch einen Coprozessor. Das gab es in den 90ern mal bei den ersten PCs, dass man sich so einen zusätzlichen Prozessor reinstecken konnte, wenn es mathematisch anspruchsvoll wurde, der dann bestimmte Optimierungsaufgaben, also Aufgaben löst, von denen ein klassischer Computer prinzipiell nicht lösen kann, weil es einfach das Zeitalter des oder die Länge des Universums dauern würde, die Lebensdauer des Universums dauern würde, solche Aufgaben zu bearbeiten, die aber ein Quantencomputer bearbeiten kann. Klassisches Beispiel, was immer gerne gebracht wird, wenn Sie so 128 Elementarmagnete, also nehmen wir mal Elektronen, Sie kippen sich 128 Elektronen in eine Schüssel rein, jedes Elektron ist so ein kleiner Magnet, der im Grunde ein Qubit, ja, der eine Spin-Ausrichtung haben kann, und jetzt wollen Sie ausrechnen, wie sich diese 128 Elektronen verhalten. Das klingt ja zunächst mal nicht so schwer, ist ein überschaubares System. Aber wenn Sie das mit allen Quantenfreiheitsgraden mitnehmen und wirklich ausrechnen wollen, was dann da passiert, dann stellen Sie fest, dass Sie dafür Rechenressourcen brauchen im Umfang von klassischen Bits, also Nullen und Einsen, von 10 hoch 80 Bits ungefähr. Und das sind ungefähr so viele Bits, wie es Protonen im Universum gibt. Ja, das heißt, das illustriert, dass schon für kleine Systeme, die sich voll quantenmechanisch verhalten, klassischen Computern ganz schnell die Luft ausgeht. Und mit einem Quantencomputer bräuchten Sie halt für diese 128 Elektronen 128 Qubits, um das abzubilden, was jetzt nicht so weit weg von dem erscheint, wo wir hier stehen. Und am Ende ist wirklich relevant das Produkt von sozusagen Rechengenauigkeit, Qubitzahl und Konnektivität auch, wie die alle miteinander reden können. Und da denken wir schon, dass wir auf der absehbaren Zeit von den
in der wir jetzt diese Maschine bauen wollen, ein großes Ausrufezeichen setzen können, dass wir da in Bereiche reinkommen, wo die auch wirklich klassisch nicht mehr zugänglich sind und wo man anfangen kann, erste zum Beispiel quantenmechanische Simulationen von Chemie und Ähnliches zu machen, die wirklich nützlich sind. Ich weiß nicht, ob das die Frage ungefähr beantwortet hat. Ich denke gerade das Beispiel, was du mit den Elektronen gebracht hast, ist auch ein sehr gutes, weil man sich dann daraus vorstellen kann, dass wenn man jetzt Quantenchemie-Rechnungen machen möchte, wo es wirklich darum geht, die Eigenschaften von quantenmechanischer Materie zu berechnen und zu bestimmen, wenn es darum geht, neue Medikamente zu entwickeln, dann müssen da auch Korrelationen zwischen Elektronen und so weiter mitgenommen werden. Und genau für solche Aufgaben, dadurch, dass man die perfekt abbilden kann auf dem Quantencomputer, weil der ja genau mit diesen gleichen Korrelationen arbeitet, kann man hier einen signifikanten Gewinn schaffen. Ein Beispiel, das immer gerne genommen wird, ist das Haber-Bosch-Verfahren zur Ammoniaksynthese, weil was es im Grunde erlaubt hat, die Bevölkerung der Menschheit im letzten Jahrhundert von 2 Milliarden auf was wir heute haben zu steigern. Und dieses Haber-Bosch-Verfahren letztendlich zur Düngemittelherstellung ist ein Verfahren, was ein Katalyseprozess ist bei sehr hohen Temperaturen und Drücken. Und es gibt Leute, die zum Beispiel ernsthaft daran arbeiten, quantenchemische Rechnungen zu diesen Katalysereaktionen zu machen, um eine Effizienzsteigerung dieses Verfahrens zu erzielen oder andere Verfahren zu finden. Und das hat ein enormes Potenzial natürlich, wenn man sich betrachtet, welche großtechnische Bedeutung dieses Verfahren auch für die Menschheit hat. Und für unsere CO2-Bilanz. Ja. Ja, ich hätte noch mal eine Frage zu diesen Faserstrecken, die Sie erwähnt hatten, die sozusagen durch ganz Europa gehen und wo man diese Messungen, also Frequenzverschiebungsmessungen macht. Können Sie vielleicht ein bisschen was zu der Infrastruktur erzählen, was irgendwie dafür nötig ist oder wie das funktioniert? Sehr gerne, ja. Das hatte ich jetzt nicht erwähnt. Die Glasfasern, die dabei zum Einsatz kommen, sind ganz normale Telekom-Internet-Glasfasern, die wir anmieten von den entsprechenden Providern und die wir aber speziell beschalten müssen. Also da geht nicht die normale IT-Infrastruktur, weil wir die Länge der Glasfasern müssen wir stabilisieren. Weil Sie können sich vorstellen, so eine Glasfaser, sich da die Temperatur ändert, dann ändert sich leicht die Länge und das würde direkt zu einer Frequenzverschiebung führen, die solche Messungen natürlich detektieren würden und dann die ganze Messung kaputt machen würden. Deswegen müssen wir die Länge stabilisieren und dazu müssen wir mit dem Licht in eine Richtung gehen und dann direkt die gleiche Richtung wieder zurück. Und das erlaubt die normale IT-Infrastruktur nicht. Und deswegen müssen wir da Verstärker einbauen, spezielle Verstärker, die bidirektional, also in beide Richtungen funktionieren, entlang der Strecke. Aber zum Beispiel für die Strecke zwischen der PTB und Straßburg von 750 Kilometern oder so, da sind 2 Verstärker zwischendrin. Das ist also überschaubar tatsächlich. Das ist auch Technologie, die wir selber entwickelt haben. Aber die Fasern müssen wir zumieten. Ja, wenn Sie noch weitere Fragen haben, immer zu. Hat jemand das Easter Egg gefunden? Magst du es verraten, Ludwig? Ja, das Easter Egg ist auch schon ein ganz guter interner Witz geworden bei uns. Ne, ich bin halt da gestanden bei der Labortour. Und ich habe gesagt, circa 3 Ionen. Und natürlich hat man auf dem Bildschirm dann relativ gut gesehen, dass es tatsächlich 4 sind. Und das war eben von meinem Blickwinkel da nicht so gut zu erkennen. Und ja, man muss halt bis circa 2 Ionen zählen können als Quantenphysiker. Und das habe ich da erfolgreich geschafft. Gut. Dann. Dankeschön. Danke.